Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavin hier am Start mit einem neuen Summoners War Video und willkommen zu Level 3. Es ist überhaupt Level 3. Ja, Level 3 unserer Road to Transzendenz Schriftrolle, Weg des Beschwörers. Wir haben in den letzten Video, über 3 Tage lang habe ich das aufgenommen, Level 2 erfolgreich abgeschlossen. Jetzt geht's weiter mit Level 3. Und ich muss schon zugeben, die Aufgaben werden ein bisschen härter, beziehungsweise dauern um einiges länger als die davor. Hier gab es zwar 30 Aufgaben, aber diese 20 Aufgaben hier werden viel länger dauern. Hier sogar nur 15. Bin gespannt. Jedenfalls versuchen wir das heute wieder gemeinsam zu erreichen und ich gebe ein paar Tricks und Tipps, vor allem für diejenigen, die das noch nicht geschafft haben und vielleicht noch bei Level 2 festhängen und noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Dann kann man schon mal so ein bisschen planen. Okay, Nummer 1 betritt die Arena. Das habe ich in der Zwischenzeit natürlich schon gemacht. Weltenboss, erreiche Rang D, das ist jetzt nicht wirklich schwierig, das schafft man sogar mit ein paar Babymonstern. Ja, also man braucht jetzt nicht so viele Sixstars wie ich jetzt hier, man kann das auch, ja, also ich meine, F ist das Niedrigste, ne? Dafür braucht man einfach so ein paar Monster, die man da reinsetzen muss. D ist, ich glaube, ich habe keine Ahnung, weil als der Weltenboss eingefügt wurde, hatte ich schon genug Sixstars, um alles mit Sixstars zu füllen. Aber ich glaube, wenn man 2, 3, 4 Sixstars hat, dann wird man das ja wohl schaffen. Also ich denke schon, es ist, glaube ich, nicht so hart. Wir können mal die Punkte jetzt vergleichen, wie viele man braucht. Aber ich denke, das kriegt man hin. Und man muss noch nicht mal den Weltenboss, wie ich jetzt hier, aufsparen. Ich war mir nämlich nicht sicher. Wenn man das in der Vergangenheit schon mal geschafft hat, irgendwie diesen Rang zu erreichen, dann hat man es automatisch abgeschlossen. Ich denke, jeder, der bei Level 3 angekommen ist, hat schon diesen Rang beim Weltenboss erreicht. Also von daher muss man hier nichts beachten. Einfach ganz normal das Spiel spielen. Ich kann einen kleinen Tipp geben, Wassermonster bringen die meisten Punkte her. Also wenn ihr wirklich scharf auf einen schönen Weltenboss-Score seid, dann mehr Wassersixers machen. Aber ganz ehrlich, die Belohnung ist eh shit. 500.000 Damage, ich denke, das ist relativ schnell zu erreichen. Okay, weiter geht's mit der Aufgabe. Entwickle ein Monster auf Sixstar. Wir müssen wirklich ein Sixstar machen. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Und ich war mir nicht sicher, welches Monster ich zum Sixstar machen soll. Weil ich ja sehr viele... Ich habe jedes Forster im Lager rumliegen, also abgesehen von Light and Dark. Und ich war mir nicht sicher, welches ich zum Sixter machen soll. Und dann habe ich auf YouTube gefragt. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Ich habe erst vor kurzem gefragt, also erst vor einer Stunde, deswegen haben noch nicht so viele abgestimmt. Aber ich denke, an Fran kommt keiner ran. Mein Hassmonster wird zum Sixter gemacht, dann fehlt nur noch Lauren. Ich frage mich, warum ich mir überhaupt die Mühe gemacht habe, so ein paar andere rauszusuchen. Ich denke, Monte ist ganz lustig, Isabelle ist schon sehr lange her, dass sie mal in der Hall of Hero war. Aegir sieht man ja ziemlich oft jetzt in RTA, ist ganz cool. Und Akira ist halt nice seit dem letzten Patch und die kann man gut mit Hathor verwenden. Aber ihr habt entschieden, ich kann es nochmal refreshen. Nee, hat sich nicht wirklich was verändert. Fran, 49%. Okay, Fran, du hast gewonnen. Jetzt heißt es nur noch entwickeln. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr ganz schnell Sixstars macht, schaut euch das Video an, das ich hier oben verlinke, wenn ich dran denke. Oh Mann, ey. So, Fran, ey. Ich weiß nicht, ob du es verdient hast, aber... Ja, komm. Sixstar, Fran, dass ich das jemals machen würde. Wir kriegen noch eine Belohnung, okay. Was ist das für eine Belohnung? Ist das neu? Scheint neu zu sein. Not bad, aber ist mir egal. Wir wollen das hier abschließen. So, neues Regenbogenmon bekommen. Erhalte 10 5-Star-Runen von Riesenfestung UG7, UG10. Das haben wir ja letztens schon gemacht bei Level 2. Das dauert halt. Ne? Am besten, je niedriger ihr farmt, desto, also je höher die Stage, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass was Gutes mal rauskommt. 5-Star-Runen sind zum Glück nicht so hart, wie 6-Star-Runen zu bekommen. Das dauert dann noch ein bisschen länger. Aber ich würde sagen, wir farmen und dann sehen wir uns, nee, wir hören uns gleich wieder. Mission endlich abgeschlossen. Hat nur 2 Refresh gebraucht von der Energie. Aber es hat funktioniert. Wir haben sogar einige Sixstar-Runen bekommen.
Keine, die ich behalten habe, aber trotzdem. Als nächstes, nutze 30 Energie im Gegenkampf. Da müssen wir jetzt einfach kämpfen. Im GK. Also es muss ein GK stattfinden und ihr müsst in der Gilde sein. Und ihr müsst aufgestellt sein. Und dann kämpft ihr einfach. Und ob ihr gewinnt oder verliert, spielt keine Rolle. Ihr müsst nur die Energie ausgeben. Also ihr könnt sogar den Kampf abbrechen. Was ich jetzt nicht empfehlen würde. Das wäre, glaube ich, nicht so schön für eure Gilde, muss ich sagen. Aber ja, wäre auch eine Möglichkeit. Okay, wir besiegen den jetzt einfach und brauchen neue Energie. Und dann können wir mit der Mission weitermachen. Ich lasse das jetzt einfach mal im Video. Sehen wir auch einen kleinen GK hier. Dürfte aber, ich denke, der dauert nicht so lange. Die sehen nicht so stark aus. Und der Orion ist Gott sei Dank nicht so clever. Beziehungsweise die haben nicht so viel Luck. Machen wir das einfach mal bei Orion. Tanky ist auf jeden Fall, muss ich sagen. Und Theomas ist aggressiv, aber das ist ja nichts Neues. So, Shazoon macht gleich ihren Shit wahrscheinlich. Ja, Fallen Blossom. Okay, unser Stein fällt aber gleich. Damn. Klauen wir das mal von Theomas und haben jetzt schon wieder unseren dritten Skill bereit. Der Stein müsste Endure poppen. Die hat jetzt eh nichts mehr. Von daher ist das kein Problem für uns. Jetzt alright, Junge! Okay, ganz ehrlich, ne, das ist nicht so cool. Ich hätte ihn nicht beleidigen dürfen, jetzt ist er sauer geworden. Mann, ey, mein schöner Bollwerk. Wie konntest du sterben, ey? Der hat zu viel AP, aber Theomas hält nichts auf. Okay, ja, Triple Wille. Okay. Hauen wir einfach mal drauf, Proc. Das war natürlich sehr schick für uns, muss ich zugeben. Aber naja, manchmal hat man Glück und manchmal eben nicht. So ist das in SW. Meistens in SW eher der Gegner, aber so wie es gerade aussieht, damn Perna. Was ist los mit dir? Man sieht im Chat einfach nur einen Net 5 nach dem nächsten, ey. Es ist schrecklich für die Leute, die sich sehr einen Net 5 wünschen. Mir macht das nichts aus, aber ich kann schon verstehen, dass es für einige sehr frustrierend sein soll, wenn da die ganzen Net 5 sind, die man sich selbst wünscht, ey. Uah, das tut mir schon leid für einige. Ich weiß nicht, warum ich so viel Glück in diesem Spiel habe. Ich kann es nicht verstehen, ehrlich gesagt. Ich beschwere mich nicht, aber es ist unfair, ich kann es verstehen. So, Kampf 1 geschafft. 10 Energie ausgegeben. Nächster. Okay, machen wir den. Der ist ein bisschen weird. Dann nehmen wir oben auf jeden Fall. Ne, ich nehme keine Annabelle. Machen wir einfach mal so. Und unten. Ja, das könnte schon hässlich werden. Wir nehmen auf jeden Fall Skogul mit. Dings würde ich jetzt nicht mitnehmen. Dann nehmen wir. Wir könnten Harmonia mitnehmen. Harmonia. Und. Tja. Wen nehmen wir noch mit? Ciara haben wir schon vor langem nicht mehr mitgenommen. Ciara können wir nehmen. Der Vorteil bei Ciara ist, die berührt die nicht. Man kann die Bombe einfach drauflegen. So, Harmonia. Da bist du. Let's go! Das wird kein Problem sein. Die Derbe ist nicht so hart, die sieht ganz gut aus, aber die wird einen nicht so schnell platt machen, sofern man ein bisschen HP auf seiner Seite hat. So, das war natürlich nicht so nice, aber unsere Rina kriegt das hin. Der Typ in der Mitte, den lassen wir bis zum Schluss da stehen, ey, dieser Affe, ne? Junge, der ist schon gut, muss ich sagen, aber nicht gut genug für uns. Okay. So, jetzt machen wir das hier. Wir hätten auch das Dings nehmen können, hier Block. Komm, bam. Wir kriegen keinen Dings hin. Scheiße, ey. Komm, Oblivion. Ja, sehr gut. Okay, jetzt ist er futsch und goodbye. Easy. Zweite Runde. Das machen wir bei dem. Scheiße. Das war genau blöd, aber deswegen können wir jetzt einen Stein einfach mal werfen. Der ist dämlich, der rechte ist Gott sei Dank oder gut für den Gegner, ein bisschen schlauer. Wir bomben als erstes mal die.
Weiß, er kann jetzt den Stein nochmal werfen, ist mir egal. Das macht uns keine Sorge. Wir könnten ihn sogar versuchen zu sleepen. Hat nicht geklappt. Leider. Aber wir können den nächsten Stein drauf werfen. Ich glaube, jetzt haben wir. Hätten wir ein Problem. Was habe ich gesagt? Das ist kein Problem, ey. Scheiße. Ist doch gefährlicher als. Ich dachte, schnell ausschalten, ey. Ich habe keine Lust, von dem nächsten Stein getroffen zu werden. Also wenn man mit so nicht so tanky Monstern da reingeht, dann kann das schon gefährlich werden. Uah. Aber es ging gut, es ging gut. Meine arme Ciara musste gerade ein bisschen leiden, aber wir haben es noch hinbekommen. Ich denke ja, das ist der einzige Grüne. Haben wir den. Oben kommen wir. Wir cuttern das Ding und unten. Wir haben schon voll lange nicht mehr Kupfer-Bulldozer benutzt. Das bulldozern wir jetzt einfach mal. Die zwei schnellsten Teams sind das jetzt hier. Ob das klappt hier oben, ist halt die Frage, wie viel Glück wir mit Cutters Schwert anhaben. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Als erstes auf Wind Panda. Jo, das ist okay. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Naja, der hielt jetzt leider. Naja, ist okay. Nicht optimal, aber ist okay. Aber easy. Okay, das haben wir geschafft. So, dann müssen wir jetzt noch den ausschalten. Das ist kein Problem. Cutter schlägt den immer. Also gegen Cutter hat er keine Chance. Alleine hat er sowieso sehr schwer eine Chance. Eigentlich alleine im Bollwerk, ne, das kriegt er nicht hin. So, goodbye. Runde 2. So, wir hauen als erstes natürlich. Das war ein bisschen dämlich von mir. Ich hätte Bulldozer den Turn geben sollen. Ah, Heaven hat einen Fehler gemacht. Heaven hat einen Fehler gemacht. Aber egal, dann hauen wir die Ciara kaputt. Heaven hat echt einen Fehler gemacht. Ob uns das jetzt den Kampf versaut, wird sich herausstellen. Ich hoffe nicht. Sieht gut aus. Ja, würde uns den Kampf nicht versauen. Gott sei Dank. Ich hätte zuerst Bulldozer den Shout geben sollen. Dann hätte Bulldozer die Ciara kaputt gehauen und dann hätte Kupfer danach die Annabelle kaputt gehauen. Weil die Ciara sonst die Bombe legen kann. Und ja. Okay, das haben wir geschafft. Mission abgeschlossen. Absolviere UG10 alle Attributs-Dungeons. Einige haben diese Aufgabe schon gemacht, als die Attributs-Dungeons nicht da waren und haben das dann gegen Kristalle geöffnet. Kostet natürlich. Wir machen das jetzt einfach mal hier. Es ist teilweise ein bisschen hart. Ich weiß selbst gar nicht mehr, was die UG10s können. Finden wir es einfach gemeinsam raus. Ich glaube, manche sind nervig. Die Teams sind gar nicht für UG10 abgestimmt. Die sind für UG7 abgestimmt, damit die da einfach schnell farmen. Jedes UG10 hat irgendwie eine bestimmte Strategie, die man verfolgen könnte, wenn man denn Lust darauf hat und wenn man das braucht. Ich weiß nicht, was Wind gerade hat. Ich weiß nur, dass Wasser mega tanky ist und der hat Unbesiegbarkeit. Oh, okay. Das heißt, wir brauchen entweder einen Stripper oder wir müssen diesen rechten Tower da schnell kaputt machen. Sonst ohne Stripper sieht's nicht so angenehm aus, muss ich sagen. Aber Tower besiegt. So, jetzt gehen wir mal auf den linken Tower, damit China nicht die Attack-Leist zurückpusht von dem Dude. Das kann die noch, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon. So, gehen wir den mal. Also, Wind, Stripper mitnehmen. Oder Tower zuerst ausschalten. Dann kriegen wir das hin. Okay, das war keine tolle Zeit. Aber die wurde nicht gespeichert damals. Also, die wurde zurückgesetzt damals. So, Wasser. Wasser ist sehr HP-lastig. Da ist eine Lin zum Beispiel extrem gut, das weiß ich. Aber das kriegt man auch mit diesen Monstern hin.
Also nicht, dass das jetzt Monster sind, die jeder hat hier. Aber irgendwelche Monster, die... Ja, schaut euch, lest euch die Skills durch. Am besten irgendein Monster, das zur Max-HP skaliert. Das wäre auf jeden Fall ziemlich sinnvoll. Und wie gesagt, eine Lin. Ansonsten fällt mir gerade gar keins ein. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie im Kopf, dass früher Leute hier ein Marmor benutzt haben. I don't know was. Warum? Entfernt schädliche Effekte 3 Minuten. Und ich habe überall nicht das ausgewählt. Das regt mich so auf, ne? Und das wurde wieder zurückgesetzt oder wie auch immer. Also hier wären Stripper auch wieder ziemlich gut. Ansonsten haben die gleiche Immunity. Das ist sehr nervig. Deswegen gehen wir einfach mal auf den rechten da. Und machen den einfach kaputt. Strippen können wir leider nicht. Wir haben keinen Stripper dabei. Also hier vielleicht auch wieder Stripper mitnehmen oder so. Also Max HP und Stripper, das wäre zum Beispiel ganz nice. Und würde schon helfen. Jetzt gehen wir einfach mal auf den. Was ist das? Das ist relativ egal. Wir werden eh nicht sterben. Wir warten einfach nur, dass er gleich Immunity verliert. Ihr seht, wie viel Schaden diese Kami hier macht. Max HP Skalierung. 158.000 hat die da gemacht. Das ist schon sick. Also ja, da merkt man schon einen riesigen Unterschied, ob man Monster mitnimmt, das Normalschaden macht oder zur Max-HP skalieren. Habt ihr das gesehen? 390.000 einfach. Das ist schon krass. Da können manche Monster 1 Million Schaden machen und mehr. So, Wasser abgeschossen. Auf zum nächsten. Jetzt haben wir Feuer. Ich glaube, Feuer ist gefährlich mit Bomben und Dots. Aus meiner Erinnerung. Das ist, ich farm das nie, ne? Also allgemein... Element-Dungeons habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gefarmt, weil ich weiß nicht, woher ich die Essenzen habe, aber ich habe irgendwie hunderte Essenzen von allem gefühlt, obwohl ich so viel erweckt habe. Aber das kommt mit der Zeit einfach. Aber UG10 farme ich eh nicht. Erstens, weil ich die meisten... Warte mal ganz kurz. Geh mal auf den Boss. Aber ich will wissen, was die machen. Betäubt den Feind... Festigt Bomben. Okay, also müssen wir den entweder ganz schnell ausschalten, den Boss, der hat nicht so viel AP, oder wir müssen einen Cleanser mitnehmen. Vor allem für Leute, die nicht so starke Monster haben, nicht so viele gute Monster haben, am besten einen Cleanser mitnehmen. Das wäre ziemlich nice. Also zum Beispiel Kona oder so. Als Cheap-Version. Es würde euch das Leben retten. Aber die haben ja kein einziges Mal irgendwie eine Bombe hier jetzt legen können. Okay, Halle der Dunkelheit. Sind fast durch. Ja, also ansonsten einfach aufs Wochenende warten, wenn dann alle wieder eröffnet werden oder auf ein bestimmtes Event. Wenn mal wieder alle geöffnet werden. Warum ist hier Theomas drin? Mein Theomas hat keine richtigen Runen, ey. Deswegen ist der auch so langsam. Ich glaube, der hat 30 Speed oder so, weil das alles geklaut wurde. Oh boy, der macht auch keinen Schaden und hat auch kaum Crit Rate. Also da seht ihr, wie alt dieses Team ist, dass ich das seit Ewigkeiten nicht mehr gefarmt habe. So, kontinuierlicher Schaden und kontinuierlicher Schaden. Also hier auch wieder Cleanser mitnehmen. Das wäre, Das wäre sehr sinnvoll für euch, wenn ihr Probleme habt, genug Schaden zuzufügen, weil das relativ schnell sehr hässlich werden kann, wenn die sehr viele Dots hinzufügen. Der hier scheint ein bisschen tankier zu sein oder ich habe einfach Shit-Monster dabei, aber das klappt auch so. Man kann es ganz einfach auch mit Dots besiegen. Klingt ganz gut. Okay. Oder sieht ganz gut aus. Wieso klingt das gut? So, easy. Und jetzt fehlt nur noch das letzte. Light. Ich habe keine Ahnung, was bei Light ist. So lange nicht mehr gemacht. Halle der Magie Licht. Finden wir es hier raus? Wahrscheinlich sehr viel Defense, deswegen habe ich hier so Ignore-Defense-Monster dabei. Ist ja alles Ignore-Defense-Monster, außer Galeone natürlich. Der ist nur für einen Attack-Buff. Also eigentlich brauche ich gar keinen Attack-Buff, weil Kali Attack-Buff gibt. Und Defense-Break haben auch hier einige Monster. Und eigentlich braucht man gar keinen Defense-Break für Ignore-Defense-Monster. Oh Mann, ey. Schau mal, was der hier hat. Naja, ist eigentlich egal. Also Ignore-Defense... Ignoriert die Verteidigung, selbst wenn er einen Defense-Buff hat, spielt das gar keine Rolle. Wir müssen nur irgendwann mal die Verteidigung ignorieren, das wäre vielleicht ganz nice. Lucian hat es eben gemacht, die anderen noch nicht so wirklich. Kali jetzt. Geschafft. Sehr gut. Das waren die schlimmsten Zeiten für UG10.
die ich seit langer Zeit gesehen habe, aber gut. So, das haben wir geschafft. Wir müssen jetzt leider ernsthaft ein E-Frühstück kaufen, auch wenn wir das tausendmal gemacht haben. Das heißt, ihr braucht jetzt eine gewisse Anzahl an Gildenpunkten, nämlich 300, um euch ein E-Frühstück zu kaufen. Finde ich ein bisschen doof, wenn man das schon tausendmal gemacht hat, aber okay, muss man halt durch. So, nächstes. Werte ein Monster 40 Mal im Szenario hell auf. Wir kennen den Trick aus Level 2. Wir nehmen One Stars. 3 Stück nehmen wir mit. Und dann leveln wir die. Und da wir das schlau machen, nehmen wir sogar 6. Weil wir die 3 nach dem einen Run oder nach 2 Runs austauschen. So, wir nehmen wieder hell. Müssen Energie aufladen. Dann nehmen wir hier einfach eine Alicia. Oder irgendein anderes Bonus-Monster bringt euch am meisten. Dann nehmen wir hier die 3 und dann schauen wir mal, wie lange das Ganze dauert. Mit der Alicia spiele ich übrigens sehr gern manuell. Das geht schneller, dann derbt die nicht oder macht falsche Skills. Ich mache immer erst den dritten, dann den zweiten und dann wieder den dritten. Und wenn die Alicia halbwegs gut geholt ist, dann solltet ihr es schaffen, ohne dass der Gegner einmal zum Zug kam. Das kann man dann zweimal mit diesen 3 Monstern hier machen. So, leider habe ich gerade keinen XP-Booster drin. Das kann man hier zweimal oder dreimal mit diesen Monstern machen und dann switche ich die aus. Wie klingt das, ey? Sagen wir mal, zweimal machen wir das mit denen und dann tausche ich die aus gegen die nächsten. Und dann müssten wir das eigentlich schon geschafft haben, weil wir brauchen ja eigentlich nur 40 Level. Das haben wir dann locker. Locker. So, also das ist so der Trick, um das so schnell wie möglich zu machen. Ihr könnt natürlich auch ganz normal farmen. Wenn ihr das gerade eh braucht oder so, dann lohnt sich das. Das hier lohnt sich jetzt nur für diejenigen, die es halt schnell schaffen wollen. Dann ist das natürlich schon eine große Zeitersparnis, wenn man das mit diesen One-Stars macht und immer 3 mitnimmt und die dann auch austauscht. Ist natürlich schön. So, ich glaube, wir haben das sogar nach dieser Runde schon geschafft. Ist halt ein sehr cooler Trick. So, zack. Alicia, was ist denn los mit dir? Das war schon peinlich, ey. Nee. Aber, naja, ist ein cooles Monster auf jeden Fall. Und eigentlich müssten wir die Mission jetzt schon abgeschlossen haben. Schauen wir mal. Yes! Okay. Sieht zu schlimm aus, aber war ganz easy. So, jetzt braucht man wirklich mehr als 4 Sixstars. Nee, mehr als 3 Sixstars. Wir brauchen 4 Sixstars mindestens. Sollte man aber zu dem Zeitpunkt aber auch eigentlich geschafft haben. So, und hier sehen wir uns demnächst wieder. Ich mache hier einen kleinen Cut. Das dauert. 5 Sixstar-Runen, das dauert. Ich habe eben für die 10 Fivestar-Runen schon 30 Minuten gebraucht ungefähr, weil da alle möglichen Shit gedroppt wurde, aber nicht 5-Star-Runen oder 6-Star-Runen. Und jetzt brauchen wir wirklich 6-Star-Runen, also 5-Stars reichen nicht aus. Das dauert. Das sehen wir dann demnächst. Mission abgeschlossen. Es hat gefühlt, ich glaube, 2 Stunden gedauert, bis wir diese 5 Sixstar-Runen bekommen haben. Damn, und jetzt heißt es wieder Runen aufwerten. Diesmal können wir aber nicht tricksen. Wir müssen jetzt Sixstar-Runen auf plus 12 aufwerten. Das ein bisschen teuer ist, vor allem wenn ihr oft scheitert, aber da kann man leider nichts machen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich irgendwelche schicken Runen aufgewertet habe. Geschafft. Okay. Weiter geht's. Absolviere Drachen UB 10. Einmal. Ja, hier muss man jetzt wirklich Drachen auch schaffen. Ich denke, es funktioniert auch mit der Wiederbelebensfunktion. Also wenn man wirklich sehr, sehr, sehr dringend diese Transzendenz sehr schnell will. Gestern habe ich gestreamt. Da haben wir auch so ein bisschen über die Mission gesprochen. Hat einer zum Beispiel über die Arena-Punkte gesprochen, also über den Rang in der Arena, den man erreichen muss mindestens, um weiterzukommen. Und da habe ich als kleinen Tipp gegeben, am Ende der Woche ist das sehr schwer. Versucht das am Anfang der Woche zu erreichen, weil da sehr viele auf Low Death setzen. Und dann setzt ihr eure stärksten Monster in die Verteidigung einfach, selbst wenn die nicht mal gut geruhnt sind, wenn da bestimmte Monster drin sind, die ein bisschen gruselig aussehen, werdet ihr seltener angegriffen. Und dann sucht ihr euch einfach Leute aus, die einfach
einfach sind oder die Low Def haben. Und dann farmt ihr euch da durch. Und selbst wenn ihr das dann nicht schafft, also selbst wenn ihr dann eine Liste habt, in der Leute, nur Leute drin sind, die ihr nicht schafft, dann wartet ihr und refresht einfach wieder. Und dann sollte man das relativ einfach sogar mit sehr schwachen Monstern schaffen. Da hat einer geschrieben, der hat ein Six-Down, hat das sogar geschafft. So, Amarna, du hast bald Max Skill-Ups, wenn es so weitergeht. Finde ich sehr gut. Beschwöre ein Monster 5-mal. Hier können wir wieder tricksen, ne? Also hier können wir, wie beim letzten Mal, einfach hier das machen. Social Point Beschwörung. Das machen wir jetzt auch. Die Schriftrollen nehme ich mir für mein Beschwörungsvideo auf. Weiß noch nicht, wann das genau stattfinden wird. Aber definitiv nicht vor der Transzendenz, die wir aber in diesem Video holen werden. So, das haben wir auch geschafft. Als nächstes absolviere eine Stufe im Labyrinth Hard. Tja, da kommt es immer darauf an, was ihr am liebsten mögt. Es kommt darauf an, was ihr für Monster besitzt. Da sind manche Modi einfacher oder schwieriger für euch. Das ist so das Ding. Hard ist natürlich, wie der Name verrät, nicht so einfach. Ich würde irgendeinen Modus nehmen, der das für euch irgendwie einfacher macht. Ich mag zum Beispiel extrem gerne, kann man da irgendwie nicht nachfiltern oder so? Hier kann man nachfiltern. Tempolimit. Tempolimit mag ich zum Beispiel total gerne. Hier das. Das bringt jetzt hier der Gruppe nichts, aber ich zeige euch das einfach. Wenn ihr ein Leo habt, ja, habt ihr bei Tempolimit gewonnen. Ja, wirklich. Also natürlich solltet ihr ein paar Runen auf euren Monstern haben, aber wenn ihr ein Leo zum Beispiel habt, habt ihr bei Tempolimit wirklich gewonnen. Ich zeige euch gleich, warum. Ich zeige euch nur ganz kurz auch meine anderen Teams für die Leute, die ein bisschen Hilfe brauchen. Die Teams sind nicht so einfach nachzubauen, das ist das Problem. Es ist nicht so einfach, muss ich zugeben. Rettung ist ziemlich schwierig. Explosion ist einfach pure Damage. Ihr müsst so schnell wie möglich die Gegner killen, sonst schafft ihr das nicht. Ich glaube, wir können pure Damage machen, wir können Explosion machen. Dann müsst ihr einfach relativ schnell die Waves killen, damit ihr nicht die Bombe auf eurem Kopf explodieren lässt. So, dann haben wir hier einmal Abklingzeit ab. Das spiele ich sehr gerne mit den Twins. Und Gandhi, der die Skills zurücksetzen kann, und mein Würfelmagier, der die Gegner so ein bisschen stunnen kann und so. Und dann haben wir noch zum Schluss Zeitlimit, was ich gar nicht mag. Da geht man natürlich auch so ein bisschen auf Speed und so, aber man braucht auch so ein bisschen Schutz. Also Zeitlimit ist schwierig da hart zu erreichen, denke ich, für viele. Also wie gesagt, Tempolimit mit Leo, ihr habt gewonnen. Da wahrscheinlich die wenigsten Leo haben, machen wir einfach mal Explosion. Ich denke, dass haben wir hier vielleicht eine Stage, die irgendwie sinnvoll ist? Ich glaube nicht. Aber ich zeige es euch jetzt einfach mal. Hard. Okay, versuchen wir das. Und wir werden herausfinden, wie diese Stage funktioniert. So, ich habe seit Ewigkeiten kein Labyrinth mehr gespielt. So, ihr habt diese Bombe auf eurem Kopf. Und die explodiert, wenn ihr die Stage nicht rechtzeitig oder diese Stufe nicht rechtzeitig abschließt, diese Wave, und dann ist das Monster tot. Und das ist natürlich nicht so schön. Und ich habe gerade schon richtig verkackt, weil ich Megan Skill gemacht habe und den von Galeone. Und eigentlich ist das so aufgeteilt, dass nur einer seinen Skill macht, damit ich wenigstens einmal in jeder Runde Attack Buff habe. Das habe ich jetzt missachtet, aber es ist kein Problem, weil meine Monster ein bisschen stärker sind und wir ein bisschen mehr von dieser Bombe haben. Wenn wir auf Hell spielen, dann haben wir weniger auf diesem Timer drauf, dann ist das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger. So, aber so läuft das vom Prinzip. Also ich benutze sehr gern Megan und Galeone. Man könnte natürlich die Megan auch zum Beispiel durch eine Bestet austauschen. Jetzt mache ich schon wieder beides, aber das ist auch die letzte Stage. Wenn man so glücklich ist und die alle hat, dann ist das natürlich kein Problem. Ja, ich habe leicht reden, ich spiele die auch Fell normalerweise, aber ich denke, das ist noch, also die Stage ist noch eher eine, die man gut meistern kann, auch wenn man nicht so gut ist. Werde ein Monster im Szenario Hell auf 40 Mal. Tja, wir kennen unseren Trick vom letzten Mal, ihr erinnert euch, wir nehmen 1, 2, 3, 4, wartet,
5. Nee, 5. Und 6. 6. 6 One-Stars nehmen wir mit. Und dann machen wir hier wieder hell. Nehmen eine Alicia und dann nehmen wir 3 One-Stars, leveln die zweimal und dann wechseln wir die wieder aus. Und dann haben wir das Ganze geschafft und easy peasy, schneller könnt ihr das nicht machen. Wie auch in einem anderen Video gesagt, man kann es auch langsamer machen, indem man ein Monster levelt, das man wirklich sinnvoll leveln muss oder das man leveln will oder Food oder so, also 3-Stars oder 4-Stars. Das dauert dann eine Weile, aber das Endergebnis bringt euch halt einfach weiter im Spiel. Das hier bringt gar nichts. Das ist einfach nur, um die Mission schnell abzuschließen. Was natürlich auch ganz angenehm ist, wenn man dann schnell die Transzendenz will. Aber so gibt es halt den sinnvollen Weg und den schnellen Weg. Das ist jetzt hier einfach der schnelle Weg. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Und zack, Mission abgeschlossen. Ich habe diese 6 One-Stars jede zweimal benutzt in einem Run. So, besitze 5 oder mehr 6-Stars, haben wir geschafft. Muss man halt wirklich dann ja erstmal die 6-Stars machen. Alter, 5 6-Star-Runden von Drachen UG 7 bis UG 10. Das wird wieder 2 Stunden dauern. Das mache ich jetzt offscreen. Aber wie schon gesagt, je höher die Schwierigkeit, also wenn ihr UG 10 farmt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr 6er-Runden bekommt als bei UG 7. Aber selbst wenn man eine UG 7 schafft, kann man das natürlich machen. Aber rechnet damit, dass es einige Zeit dauert oder ihr habt einfach mega Luck. Aber ich meine, wir sind gut vorangekommen. Wir sind bei 16 von 20, also bald haben wir die Transzendenz. Wir haben es endlich geschafft. Ungelogen, ich habe 5 Tage habe ich gebraucht, um diese 5 6er-Runen zu bekommen. Das ist schon frustrierend. Ich muss zugeben, natürlich habe ich nicht jeden Tag 5 Stunden gespielt oder so, aber trotzdem schon jeden Tag so 150 bis 200 Energie in Dragons. Und das ist krass, muss ich sagen. Okay, weiter mit der Mission. Absolviere Riss Rate Level 3. Ah, wir müssen es nur absolvieren, ne? Das heißt, selbst wenn ihr nicht so gut seid, ihr müsst es erstmal freigeschaltet haben, ne? Um das freizuschalten, müsst ihr Phase 2, glaube ich, mit einer, ich weiß nicht mehr wie viel, mit einer gewissen prozentualen Beteiligung abschließen. Das heißt, ihr müsst, ich weiß es nicht mehr auswendig, 30% oder so? Kann sein. Ihr müsst auf jeden Fall irgendeine bestimmte Prozentzahl erreichen, um die nächste Stage freizuschalten. Ich glaube, es steht dann da auch irgendwie. So, und wenn ihr dann bei 3 seid, dann müsst ihr die Stage nur abschließen, ne? Also ihr könnt auch vorher sterben, wenn ihr 2 gute habt, die euch da durchcarryen. Also vielleicht habt ihr einfach Glück und ihr kennt Leute, die gut sind, oder ihr habt irgendwelche Freunde, die kennt man dann auch, die euch dann einfach da helfen. Und ja, was man in Riss beachten muss, habe ich, denke ich, schon öfter gesagt. Wichtig ist einfach, dass ihr eine fette Front habt, also zum Beispiel sehr beliebt Darion oder Diaz in Kombination mit einem Feuerpanda oder so. Dann braucht ihr eine Colleen und eine Hua ist ziemlich gut und irgendeine Art von Damage Dealer, und vielleicht, manche nutzen gerne Cleanser oder so. Sehr beliebt sind auch, wie heißen die, Wasser-Kung-Fu-Girls. Ja, es denke ich, das sind so die Standard-Teams. Ja, am besten nicht so auf Gewalt setzen bei den Monstern. Die Front sollte nicht nur HP haben, sondern auch sehr, sehr, sehr viel Def. Und alle sollten irgendwie Resistance haben. Sehr viel am besten sogar. So funktioniert das. Und dann haben wir Riss Rate 3 abgeschlossen. Ist immer schwierig, da Tipps zu geben, weil jeder halt komplett andere Monster hat. Und das ist sehr individuell. Okay, so. Mana, jetzt hätte ich nicht genug davon. Die haben sich bestimmt gefreut, dass ich denen geholfen habe. War der schnellste Run seit Jahren. Naja, so, ich war eigentlich nie gut im Raid, weil ich, also nie besonders, oh mein Gott, nie besonders herausstechend, weil ich nie ein Team extra für Raid gebaut habe. Ich habe die Monster benutzt, die ich so benutze, und daraus dann ein Raid-Team zusammengestellt, abgesehen von Dias und so, die habe ich natürlich dementsprechend geruht. So, kriegen wir eine MS.
Erreiche Rang B beim Weltenboss. Sollte man mittlerweile auch geschafft haben. Ansonsten, wie gesagt, Tipp Wassermonster mit schönen Runen. Und jetzt müssen wir TOA normal absolvieren. Das Ding ist, ich dachte gestern so, ach komm, du kannst ja schon mal ein bisschen, komm, wir machen das. No! No! Wehe, ich will den Weltenboss noch besiegen. Ich dachte gestern so, ach komm, du kannst ja schon mal ein bisschen vorarbeiten, weil das Video, das ihr jetzt seht, ne, das ist keine Ahnung, insgesamt 7-8 Tage lang aufgenommen. Also die Dauer, ja, also von Part 1 bis heute sind 8 Tage vergangen. Es ist an, glaube ich, 3 oder 4 unterschiedlichen Tagen aufgenommen worden. Und ich habe diese Woche ein paar Mal Weltenboss vergessen, deswegen bin ich so low. Und das Video geht über eine Stunde. Über eine Stunde. Und ich schneide natürlich die Parts zwischendurch raus, in der ich nur farme und meine Klappe halte und warte, dass irgendwas droppt oder so. Aber damn, dann dachte ich so gestern, komm, kannst ja schon mal so ein bisschen vorarbeiten, damit... Ich habe ihn gerade gekillt. Kannst du ein bisschen vorarbeiten, damit du das schon, damit der letzte Part jetzt endlich fertig wird, damit du das schneiden kannst und hochladen kannst, weil die Leute sind mittlerweile schon sehr weit. Komm, mach schon mal 100, das zählt dann bestimmt auch. Und dann so, es zählt nicht, man muss es nochmal machen. Das ist eigentlich ein voll dummes Team. Also nein, nicht komplett, ne? Aber, und Okeanos ist auch sehr gut für TOA, nur bei dem Boss ist Okeanos halt nicht so sinnvoll, weil er da mit dem dritten Skill nichts machen kann. Ja, das bringt bei dem Boss nichts. Wir kämpfen gegen den Mann übrigens diesmal. Okeanos zweiter Skill ist ganz gut wegen dem Zurücksetzen, aber wir haben eigentlich schon Garni, deswegen ist das relativ egal. Also Okeanos könnte man sehr gut austauschen. Ich habe ihn jetzt drin gelassen, weil ich ihn gestern drin hatte und ja, ich lasse es einfach mal laufen und wir sehen uns dann gleich beim Boss wieder. Wir sind beim Boss angekommen, hallo! Okay, Okeanos erster Skill könnte auch nützlich sein, indem er die Debuffs zurücksetzt. Oder ihm zurückgibt, aber ansonsten, naja, ich würde Okeanos hier rausnehmen. Ich lasse es jetzt einfach mal im Automodus laufen. Weil ich das meinen Monstern zutraue. Ich hoffe, die enttäuschen mich nicht. Was ich mir aber sehr gut vorstellen könnte. Weil die meistens sehr, sehr dämlich handeln, wenn sie im Automodus spielen. Und übrigens, Malakai ist auch eher unpraktisch, weil die Bomben zwar auf dem Dings landen, aber der cleanst die. Also wenn da keine Ciara dabei ist, dann kann das Ganze ein bisschen nach hinten losgehen. Ich denke, wir machen mal langsam den manuellen Modus, sonst verkacken ja meine Monster halt wirklich, weil die Garde ziemlich dämlich sind. Gestern lief es Gott sei Dank im Automodus, erstaunlicherweise heute nicht. Ehrlich gesagt, das erstaunt mich nicht wirklich, weil die halt, naja, die sind halt nicht so clever, leider. Das enttäuscht mich schon ein bisschen, aber kann man halt nichts machen. Legen wir mal die Bombe drauf. Es bringt eigentlich relativ wenig. Man könnte die Tower halt in die Luft sprengen, aber die kommen eh nie zum Zug. Im Gegensatz zu dem Dude in der Mitte. Der kommt zum Zug. Früher, als Garni sich selbst zurücksetzen konnte, kam der kein einziges Mal zum Zug. Das war schon krass, muss man sagen. Aber die Zeiten haben sich geändert. Das war vielleicht dann auch ein bisschen zu einfach für alle Garni-Spieler. Dann... Ach komm, warum nicht? Dann einfach so... ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann einfach sich die ganze Zeit unendlich oft zurücksetzen. Glaubt ihr, die können es wieder? Ich glaube, ich vertraue denen nochmal, dass sie es jetzt wieder hinkriegen. Malakka macht hier halt am meisten Damage. Ich sollte einen Damage-Dealer mitnehmen. Normalerweise nämlich Speck mit. Also Speck wäre auch ein sehr sinnvolles Monster hier bei dieser Stage. Lapis ist auch nicht so empfehlenswert für Anfänger hier bei dieser Stage. Weil die halt die ganze Zeit alle angreift. Das ist halt schön mit dem Attack Bar Reduction, also dass sie die zurücksetzt. Das kann sehr gut sein. Problem ist manchmal, oder was Anfänger haben könnten, ja, dass Lapis sehr low ist mit den AP und halt dann die ganze Zeit... Ne, wartet,
Falsch. Dass Lapis halt zu wenig Schaden macht und er sich mehr heilt, als dass sie Schaden zufügt. Weil ihr seht das ja, jedes Mal, wenn er angegriffen wird, heilt er sich. Ne? Und so Supporter sollten normalerweise den rechten Tower angreifen und nicht direkt ihn, weil sonst hielt er sich mehr, als ihr Schaden zufügt. Und Speck macht dann halt direkt so bam, bam, bam. So sieht das aus. Lapis ist bei der Frau, kann es gefährlich sein, wenn die revenged wird die ganze Zeit. Das wollte ich davor sagen. So, da habe ich mich vertan. Wartet. Achso, ich dachte gerade, wie? Wir kriegen keine Transzendenz. Hier sind nur 100 Kristalle. Die ist ja da unten. Wir kriegen die Transzendenz nach 10 Jahren. Das Update ist, glaube ich, seit 2 Wochen draus oder so ungefähr. Heaven hat die Transzendenz, aber habe ich ja extra mit euch zusammen gemacht, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Es sieht sehr, 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 sehr schick aus, muss ich sagen. Ach ja, wir haben eine Transzendenz. Und weiter geht's mit Level 4, das machen wir dann irgendwann demnächst. Dafür habe ich jetzt keine Nerven. So, wir holen die jetzt erstmal. Die ganze Belohnung. Ich dachte vor, man wird die ablaufen lassen. Also, ups, wo ist die Transzendenz? Oh shit, die habe ich gar nicht eingesammelt. Das wär's, ne? Also das muss schon sehr wehtun, muss ich sagen. Wo ist denn meine Transzendenz? Hier ist die Transzendenz. Das sieht schon sehr schick aus, muss ich sagen. Damn. Okay, die werden wir jetzt aber nicht öffnen. Wir wollen gar keinen Netfile. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.